Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu einem neuen Bonusvideo hier im Bereich der Horror Classics Blue Playlist. Und heute geht es um den 1977 entstandenen Film Audrey Rose. Ja, wieder mal kein Trailer auf der DVD. Ich habe es noch nicht mal hingekriegt, irgendwie das Menü da abzurufen. Also das müssen wir heute mal lassen. Ja, Audrey Rose ist eine Literaturverfilmung und zwar hat der Autor der Novelle, der hieß Frank De Felitta, der hat auch das Drehbuch geschrieben, also das Drehbuch zu seinem eigenen Buch, sehr interessant, dass er das gemacht hat, aber okay. Es gibt zwei Bücher, das erste ist 1975 entstanden, das zweite ist dann 1982 entstanden und wie gesagt, dieser Film 1977. Unter anderem in einer der Hauptrollen Sir Anthony Hopkins. Also richtig tolle Starbesetzung hier. Und ich kannte Anthony Hopkins natürlich ganz ursprünglich ja nur aus Filmen wie Das Schweigende Lämmer als Hannibal. Ne? Und deshalb war das schon sehr interessant, als ich ihn dann in dem Film 1980 dann, der Elefantenmensch, da hat er auch mitgespielt, da war er schon jung, hier war er dann ja noch ein bisschen jünger. Und einer der weiteren Hauptrollen ist John Beck. Das fand ich sehr, sehr toll. Ich merke mir meistens nicht Schauspielernamen, höchstens Gesichter. Und ich habe ihn sofort erkannt, war mir aber nicht ganz sicher, habe es nachgeschaut und ich habe tatsächlich richtig gehabt. Er hat nämlich Mark Grayson in der Serie Dallas gespielt und habe ihn, wie gesagt, sofort erkannt und das fand ich ganz prima, weil den Namen John Beck, damit konnte ich jetzt nichts anfangen. Aber wie gesagt, ich habe ihn doch als Schauspieler erkannt. Das habe ich immer mal wieder, dass ich, wie gesagt, die Leute erkenne vom Aussehen her, aber eben mich an die Namen nicht erinnern. Und natürlich sowas wie Anthony Hopkins, den vergisst man jetzt natürlich nicht, ne? Ist ja klar. Worum geht es in dem Film? Der Film hat eine sehr interessante Geschichte und zwar geht es um Reinkarnation. Es geht praktisch darum, der Mann, also der von Anthony Hopkins jetzt verkörpert wird, der hatte eine Tochter und eine Frau und die sind bei einem Unfall gestorben. Damit beginnt der Film. Auch der Film beginnt sofort mit einem Unfall. Wir sind noch nicht mal eine Minute im Film und sehen schon innerhalb eines Autos, da kommt eins entgegen. Ja, also der Film schmeißt einen mal wieder sofort in die Handlung, ohne dass wir überhaupt Charaktere vorgestellt bekommen, kriegen wir sofort einen Unfall und alle tot, ne, in dem Sinne. Ja, und dann beginnt der Film sofort wieder woanders, ja. Und diese Tochter, die eben in dem Auto verbrannt ist, deren Seele wurde wiedergeboren. Also der Film behauptet, das hat alles so mit dem Hinduismus auch zu tun. Also der Lehre, dass eigentlich jede Seele unsterblich ist und wieder geboren wird. Der Film sagt praktisch letztendlich, dass das Kind zu früh wiedergeboren wurde. Und praktisch in demselben Augenblick, wo das Mädchen gestorben ist, ist eben die Tochter von dem Bill Templeton, der hier von John Beck gespielt wird, geboren worden, die Ivy. Und jetzt, so nach einigen Jahren, kommt es eben immer stärker zum Vorschein, dass die Ivy eben auch die Seele dieser Audrey Rose in sich hat. Und es ist dann eben so, dass ich nenne ihn jetzt einfach nur immer Hopkins, ihr wisst ja, wen ich meine, dass der hat jetzt eben diese Familie nach jahrelangem Suchen gefunden. Er selbst erzählt dann auch lange davon, er selbst wollte ja selber damals dran, gar nicht dran glauben, aber es gab Wahrsager, die ihm immer wieder gesagt haben, seine Tochter lebt noch und so weiter. Und erzählt dann, ich kann das gar nicht alles jetzt wiedergeben. Auf jeden Fall erzählt er eben davon. Und natürlich, der Bill Templeton, der ist natürlich, der hält ihn für verrückt und wahnsinnig, besorgt sich einen Anwalt und will, dass er loskommt. Aber seine Frau, die fängt eher an zu glauben daran und merkt auch, dass eben, wenn ihre Tochter so Anfälle bekommt und sich zum Beispiel die Hände an einer kalten Glasscheibe verbrennt, dass der Hopkins ihr tatsächlich helfen kann. Und sie scheint sehr schnell zu merken, dass da tatsächlich irgendwas mit ist. Weil wenn er sie nämlich mit Audrey Rose anspricht, dann beruhigt sie sich urplötzlich. So, und sehr spannend ist auch, dass am Ende zum Beispiel eine Hypnose stattfindet, weil der Film hat teilweise auch Gerichtsverhandlungen, weil es geht ja darum, was ist mit dem Mädchen, kann der Anthony Hopkins Charakter da eigentlich für verurteilt werden, dass er eben diese Familie regelrecht belästigt hat. Und da wird dann das Mädchen eben unter Hypnose gestellt, zurückversetzt und tatsächlich kommt es eben dann zum Vorschein, dass sie dann praktisch sich daran erinnert, früher eine andere gewesen zu sein. Ja, was ich nur nicht verstanden habe, ist eben, wie gesagt, das hat er mich von vornherein verblüfft eben, da kann er sich ja eigentlich nicht dran wundern, ne? Weil der Hopkins zunächst sieht er aus wie so ein Penner, der vor der Schule rumlungert, mit Vollbart, unrasiert, irgend so ein Regenmantel, ne? Und ist doch völlig klar, wenn er da
den nur so nachstellt und immer mal wieder auftaucht, dass die ihn dann für verrückt halten müssen. Also ich an seiner Stelle wäre direkt auf die Familie zugegangen. Aber gut, ist dann eben so. Das große Problem, was ich jetzt eigentlich hatte, obwohl mir der Film sehr gut gefallen hat, ich fand den Film durchweg spannend, sehr unterhaltsam und auch fesselnd. Ich finde, als Horrorfilm hat der Film auf glatter Linie versagt. Das ist kein Horrorfilm, finde ich. Ich habe überhaupt keinen Anflug von Horror dort in dem Film gesehen. Wenn man jetzt einfach mal davon absieht, dass es vielleicht ein Horror sein kann, was mit einem Kind passiert. Es ist ein Psychofilm, ein Psycho-Horrorfilm, ein übernatürlicher Film, ja. Das auf jeden Fall. Und so ein bisschen ins Geistergenre geht das vielleicht auch ab. Der Film wurde in den Kritiken häufig so mit Der Exorzist und so weiter gleichgestellt. Nur ist es so, Der Exorzist gucke ich mir erst noch an. Da fehlt mir jetzt gerade der Vergleich. Aber es ist einfach so, ich finde, ich sehe dort keinen Horror. Wir haben jetzt hier nicht so, dass die, dass das Mädchen so besessen ist. Besessen ist sie nicht. Es ist einfach so, ja, diese Schwierigkeiten. Ne? Auf der einen Seite ist sie immer diese Ivy, dieses kleine, liebenswürdige Mädchen. Auf der anderen Seite rastet sie immer so aus und ist dann so irgendwie Audrey. Wir haben jetzt hier aber nicht so, dass sie sich praktisch in diese Audrey verwandelt und dann irgendwie spricht oder so. Das weniger. Sie ist dann immer so ganz verheult und verwirrt. Also es ist wirklich eine gequälte Seele, die hier in den Körper steckt. Aber das als Horror, schwierig. Also es ist zumindest nicht mein Begriff für Horror. Der Film wird als Horrorfilm definiert, klar, und oder als Psycho-Horrorfilm. Ich persönlich finde, wenn man den Film wirklich als Horrorfilm ernst nehmen möchte, versagt der Film einfach. Weil der Film einfach als Horrorfilm schlecht ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als allgemeiner Film, super, hat mir wirklich gut gefallen. Da ich jetzt natürlich die Novelle nicht kenne, kann ich jetzt nicht davon ja, sprechen, ob der Film nun sehr gut ist als Literaturverfilmung. Das Urteil kann ich mir jetzt nicht erlauben. Was mir nur aufgefallen ist, ist, dass der Film ab und an sehr stark plötzlich in der Handlung vorspringt und einen immer mal wieder ins kalte Wasser wirft. Urplötzlich sieht man die Mutter, wie sie an so einem Laternenpfahl liegt. Offensichtlich war sie gerade in einen Verkehrsunfall verwickelt. Das war zu dem Zeitpunkt am Anfang des Films, wo sie eben mit dem Hopkins noch nicht in Kontakt gekommen ist. Und ja, sie die Tochter von der Schule abholen wollte und die war nicht mehr da. Also urplötzlich sind ein paar Monate vergangen und die Gerichtsverhandlung kommt. Also als wenn man wirklich kapitelweise in einem Buch blättert. Und das Buch beginnt jetzt 4 Monate später, aber ohne dass der Film einen das erzählt. Das fand ich jetzt auch nicht so toll, weiß ich nicht. Also irgendwie dieser Übergang. Urplötzlich ist das Kind in so einem Kloster dort untergebracht, wo es dann behütet aufwachsen soll. Ach, weiß ich nicht. Also das wirkt alles so ein bisschen fragmentarisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl der Film relativ lang ist. Also der Film geht insgesamt 109 Minuten. Okay, der Film hat hier keine Extras drauf. Das ist die DVD aus der Horrorkult Anker 3. Und ich hatte gesehen, von NSM Records kommt gerade eine Blu-ray raus, auch von dem Film. Der Film hat ein Boxoffice von 2 Millionen Dollar. Ich konnte das Budget nicht herausfinden, aber es ist auch wirklich ein Film, so typisch für die 70er Jahre, wenn man sich die Einrichtung, die Klamotten, die Leute anschaut, alles so bräunlich gehalten und so. Also das ist wirklich ein extrem typischer Film und es wirkte für mich aber auch wirklich, als wenn man das aus dem Fernsehen hat. Ne? Also wie so eine Fernsehserienfolge, wie so ein Fernsehfilm hat das für mich gewirkt. Ich vermute mal, dass das Budget nicht gerade sehr hoch war. Ja, also der Film bekommt von mir jetzt 7 Punkte. Wie gesagt, wenn der Film jetzt ein anderes Genre hätte, wenn der irgendwo, er hätte mehr bekommen können. Aber dadurch, dass er für mich als Horrorfilm so versagt hat, kann ich ihm nicht mehr als 7 Punkte geben. Extras sind gar keine drauf. Und nur für dieses Wendecover, da weigere ich mich jetzt einfach mal Punkte zu geben. Weil ich finde, bei so einem ursprünglichen Cover ist das Wendecover sogar schon Pflicht. Deshalb also Extras gebe ich 0 Punkte. Wir haben hier noch nicht einmal einen Trailer drauf. Dann hätte man darüber reden können. Aber nee, also da weiß ich schon, auf der Blu-ray gibt es ein Wendecover mit 2 Motiven. Wieder mit 2 unterschiedlichen. Da würde es wahrscheinlich dann Punkte für geben. Aber hier weigere ich mich jetzt einfach mal dort Punkte zu geben. Ansonsten, wie gesagt, kann ich sagen, toller Film, spannend auch, aber kein Horrorfilm für mich. Also für meine Begriffe ist es eben nur ein Thriller, ist es auch nicht. Einfach nur irgendwie so ein übernatürlicher Psychofilm. Das soll es gewesen sein von mir an dieser Stelle. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht ist es ja für euch doch eher ein Horrorfilm. Kann ja alles sein. Ich verabschiede mich jetzt von euch an dieser Stelle und bedanke mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Bis dahin und ciao.